Lankin, da war ich auch noch nie. Interessant. Von hier spawnen gleich Horden von Gruftlingen, die man echt nicht kaputt kloppen kann. Hier in etwa, wo ich stehe, sind versteckte Fallen unterm Boden, die man... am besten muss mal einer hier stehen bleiben. Taris, du musst mal hier stehen bleiben, weil wenn du zu weit läufst, beginnt schon das Event. Ich zeige das einmal, das kann man das besser erklären. Hier gibt es so Ketten, an die man ziehen kann, dann kommen diese Spikes raus. Da gibt es 5 verschiedene von. Eine Kette ist da, wo Mortar steht, und links oberhalb von ihm und rechts oberhalb von ihm sind auch nochmal jeweils 2. Besten laufen dann jeweils einer nach links oben und rechts oben und läuft zwischen den beiden Ketten oben immer hin und her, weil das auch relativ lange dauert, bis man die ein zweites Mal ziehen kann. Man zieht also eine ein, läuft zur nächsten und zieht dann die nächste und immer so weiter. Du bist einer mit Speed, oder? Ja, das ist auch nicht so weit. Also das kannst du ganz gut machen. Dann bleibt Mitnacht am besten hier unten und versucht die Mobs, die ankommen, einfach nur hier so zu beschäftigen, dass die immer im Bereich dieser Spikes sind. Weil du kannst selbst kaum Schaden dran machen. Du musst die im Grunde echt nur mit diesen Spikes kaputt machen. Also quasi nur hier halten, dass die Fallen die töten. Ne? Genau. Wenn du stirbst, was nicht so ganz unwahrscheinlich ist, sofort irgendein Viech ins Target nehmen und hoffen, dass die Spikes den kaputt machen, dann hast du relativ gute Karten. Und dann kann auch noch ein zweiter hier unten bleiben. Ich. Haben wir noch jemanden mit dicker Rüstung? Okay. Was ist, wenn ein Magier unten bleibt, mit Stunfeld und Snarefeld? Ja, nee, es sind echt viele. Also da hast du wahrscheinlich kaum eine Chance. Es hat ein Feld, ne? Durft alles. Wie lange hält das? Das Feld hält 5 Sekunden, das andere hält 4 Sekunden. Also wenn du oben stehst oder sowas, kannst du versuchen, das nochmal zwischendurch drauf zu werfen, aber ansonsten hat das kaum Effekt. Weil das dauert jetzt echt, ich sag mal, eine Minute, 2 Minuten dauert das und die spawnen echt unermüdlich hier. Anfangen. Okay. Anfangen. Dann gehe ich mit nach oben. Ich bin oben hier und wer noch? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Einer. Ja, du gehst dann zur mittleren Kette. Mittlere Kette? Was war das? Ja, da wo das Kreuz hin ist in etwa. Hast du wieder nicht zugehört, Mann? Okay. Nee, wo? Genau, da. Du musst nur die eine Kette ziehen. Ah, perfekt. So, und um das Event zu starten, muss man ihn jetzt anschnacken. Eventuell müsst ihr nochmal weitergehen Richtung Taris. Weiß nicht, ob das dann automatisch startet. Ah, geht nochmal weiter. Weiter nach hinten. Also, ja. Ja, die andere Richtung. Richtung Mitnacht. Ja. Ah. Mittlere ja, kannst, Kette, wo kommt die? Kann ich die einfach so ziehen? Du kannst, oder ziehen, muss ich dann ja. Du kannst jetzt nochmal ziehen, dann weißt du, wie sie sind. Alles klar, da weiß ich okay. Alter Vater. Was soll ich noch gleich machen? Wenn einer durchkommt? Tja. Flex dich die oben. Am besten, ja, wenn du kannst, Zeit hast, ja, ansonsten muss einer von den beiden ja, in der Mitte die Aggro ziehen und zurückziehen. Was denn? Die haben das Event geändert. So, Event ist beendet. Jetzt machen wir, glaube ich, mit den Spikes auch kaum noch Schaden. Müssen wir tatsächlich runter und kloppen. Haben sie gekürzt, ne? Du hast jetzt plötzlich, musst du auch noch. Sonst hast du immer nur einen Lebensbalken für Daytime gehabt und musstest halt darauf achten, dass der überlebt. Und jetzt hattest du auch noch für Brüter getötet und Gruftlinge getötet den Balken. Der war wahrscheinlich instant voll. Ja, ich glaube, die haben das einfach nur darauf fixiert, Zeit weggelassen und einfach nur maximale. Punkt abcashen. Was ist ein Punkt? Hier oben mit so einem Altar des Todes hier so.